Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Arsenal London. Das hat die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon soeben ergeben. Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, herzlich willkommen hier im Studio an der Säbener Straße. Wie haben Sie die spannende Auslosung verfolgt? Was sagen Sie zum Gegner Arsenal? Ja, es ist eine spannende Auslosung. Es sind schon ganz schöne Kracherbegegnungen fürs Achtelfinale. Und ich glaube, wir haben mit Arsenal losgekriegt, mit dem wir ja viel Erfahrung haben. Ich glaube, wir haben dreimal im Achtelfinale gegen sie gespielt. Ich glaube, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, auch dreimal sind wir gegen sie weitergekommen. Aber das ist eine gute Mannschaft. Ja, die sind Tabellenzweiter in England. Die haben dieses Jahr wieder so ein leichtes Hoch, nachdem sie in den letzten Jahren nicht unbedingt ganz oben in der Premier League gestanden haben. Das werden schwere Spiele. Ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, erst zu Hause zu spielen, wird man nach den beiden Spielen wissen. Aber das werden schwere Spiele, die wir da auf uns warten. Da müssen wir gut spielen, konzentriert spielen, um unser Ziel, Viertelfinale erreichen, dann hoffentlich am Ende des Tages auch erreichen. Wie sehr freuen Sie sich auf Arsène Wenger? Arsène kenne ich lange. Es war immer ein großartiger Mensch. Trainer, der jetzt, glaube ich, über 20 Jahre jetzt dort Trainer ist. Also das gibt es ja gar nicht mehr in der heutigen antiquarierten Fußballwelt. Und ich freue mich auf ihn. Er ist ein netter Bursche, erfolgreicher Trainer. Und trotzdem werde ich ihm in den zwei Spielen natürlich nicht das Beste wünschen. Und hier alle Achtelfinalbegegnungen im Überblick. Manchester City spielt gegen AS Monaco. Real Madrid hat es mit dem SSC Neapel zu tun. Benfica gegen Borussia Dortmund, der FC Bayern München gegen Arsenal London, Porto gegen Juventus Turin, Leverkusen zunächst mit einem Heimspiel gegen Atletico Madrid, Paris Saint-Germain gegen Barcelona, die Hammerpartie der Achtelfinalauslosung und last but not least Sevilla gegen Leicester City. Hey Bro, abonniere unseren Kanal.